Willkommen zu mal ab zur Abwechslung etwas Niveauvollem. Naja, so wie inwieweit mein Niveau definiert. Denn wie man an ein paar Hinweisen wie schon erkennen kann, habt ihr das Rätsel gelöst. Es geht um Krieg für Frieden. Und da das jetzt eigentlich mal philosophisch und auch ernst sein soll, das ist der letzte Witz. Des Weiteren. Nun, es ist eigentlich eine Ironie an sich, denn Krieg und Frieden sind immer zwei Seiten einer Medaille. Es ist, das glaube ich zumindest, nicht möglich, dass es überall Frieden gibt. Das heißt, was soll der Scheiß? Allen Ernstes. Falls hier gerade jetzt irgendeiner zuschaut, der sich damit sehr viel besser auskennt und die Gründe kennt, warum man sich denn so genau bekriegt, ja, dann erklären bitte. Denn ich verstehe es so nicht. Wenn man so für Frieden Krieg führt, dann bringt es doch genau das Gegenteil. Insofern, nun, das ist einfach sehr verwirrend. Denn, und das ist ja auch auffällig, wenn man für Frieden Krieg führt, dann ist doch der Krieg dennoch das Gegenteil von Frieden. Und insofern erzeugt man auch mit seinem eigenen Krieg Krieg. Und das ist wiederum das Gegenteil von Frieden, womit man eigentlich genau das Gegenteil erzeugt von dem, was man haben will. Das ist nun mal annähernd so die Lage. Das können wir natürlich auch noch etwas weiterführen, damit, dass natürlich einige Länder auch für den Krieg Gründe haben wie, was war das noch gleich? Ach ja, stimmt. Die machen das ja, okay. Okay, das mit den Gründen bitte streichen. Das ist nicht gut. Gründe gibt es nämlich keine. Des Weiteren ist es auch wirklich eine schon ziemlich wichtige Frage. Und da bitte ich jetzt auch wirklich alle, die Möglichkeiten haben, das mal irgendwo an höhere Positionen zu geben. Warum? Denn, nach meiner Ansicht, und das ist definitiv etwas vom zu vielen Zocken, aber das mal beiseite. Nach meiner Ansicht sollten die Leute lieber irgendeinen Server mieten bei irgendeinem Ballerspiel. Also, ich spiele auch noch ein paar Ballerspiele, deswegen bei irgendeinem Shooter. Da ihre Truppen vorsetzen und dann können die lieber so ballern. Also so schießen. Das wäre zum ersten wesentlich besser für das Kriegsbudget, dann könnte das auch mal für sinnvolle Sachen eingesetzt werden. Zum zweiten wesentlich besser für jeden Gamer, denn Animation und so weiter ist besser. Und der wichtigste Punkt, wesentlich besser für alle Menschenleben. Denn, und das sollten auch schon ein paar bemerkt haben, so 7 Milliarden, obwohl 7 Milliarden ist zu viel, sagen wir mal so 6 Milliarden Menschen sollten das schon gemerkt haben. Wenn man, um mir ein Beispiel zu nennen, in Team Fortress 2 jemanden tötet, stirbt keiner, denn das sind Daten, die respawnen wieder. Im echten Leben gibt es keinen Respawn. Also, das ist jetzt schon wieder ein anderes Video. Siehe, gibt es ein Leben nach dem Tod? Aber dennoch, Krieg für Frieden, meine Meinung, setzt die Soldaten lieber vor den Rechner und lasst sie im Internet zocken. Was weiß ich was, Battlefield, Counter-Strike, was ist eigentlich auch egal. Hauptsache, man tauscht die Waffe gegen eine Tastatur aus. Oder gegen eine Tastatur um. Das ist meine Meinung und eure Meinung in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal und das wird, wenn es richtig geplant ist, da kann ich jetzt allerdings nicht so viel versprechen, das wird auch nicht lange dauern. Also dann, bis zum nächsten Mal.